Wort und hält nun der Kollege Wolfgang Gierke für die Fraktion Die Linke. Verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will sofort über eine Grunddifferenz reden. Man muss sich ja nicht an Nebensächlichkeiten aufhalten, sondern man muss Grunddifferenzen benennen können. Das, was der Außenminister für die Regierung hier erklärt hat, das Mandat, was zur Entscheidung vorgelegt worden ist, hat zwei Botschaften. Die erste Botschaft ist, die Bundeswehr bleibt in Afghanistan. Und die zweite Botschaft ist, der Krieg wird fortgesetzt. Das ist hier erklärt worden. Das ist Inhalt des Mandates. Ich füge hinzu sogar, die militärische Strategie der Bundesregierung, der NATO, zielt darauf, den Krieg zu verschärfen, weil man immer noch glaubt, dass über eine Verschärfung des Krieges die Lage in Afghanistan gewendet werden kann. Das ist die Richtung, die hier vorgegeben worden ist. Diese Richtung, Herr Außenminister, führt weg von dem, was Sie als politisches Ziel erklärt haben. Sie haben hier deutlich gesagt, der Krieg ist militärisch nicht zu gewinnen. Früher haben Sie gesagt, nicht nur, hier sagen Sie schon, militärisch nicht zu gewinnen. Es muss eine politische Lösung geben. Wer einen solchen Kurs fährt, wird keine politische Lösung erreichen, sondern verhindert die politische Lösung. Und die Linke will die politische Lösung haben. Die Herabsetzung der Obergrenze der eingesetzten Soldaten hat auch nur ein Ziel gehabt. Sie wollten SPD und Grüne einbinden, ihrem Mandat wieder zuzustimmen. Was die SPD angeht, ist das offensichtlich gelungen. Grünen werden wir mit Interesse hören. Für die Fraktion der Linken sage ich Ihnen völlig eindeutig, wir werden dem Club, die Deutschland am Hindukusch verteidigen wollen, nicht beitreten. Und wir werden diesem Mandat auch nicht zustimmen. Das ist völlig klar. Und auf diese Grunddifferenz lege ich allergrößten Wert. Herr Außenminister, ich fand Ihre Regierungserklärung ohne Mut und ehrlich gesagt auch ein bisschen saft- und kraftlos. Ohne Mut deshalb, weil der Anstand auch von der Mehrheit unserer Bevölkerung es verlangt hätte, sich hier hinzustellen und deutlich zu sagen, dass die bisherige Afghanistan-Politik auch der Bundesregierung gescheitert ist. Es hätte erfordert, dass man deutlich sagt hier, es war falsch, eine solche Entscheidung zu treffen. Und wir wollen diese Entscheidung korrigieren. Zu all dem fehlt Ihnen persönlich und der Bundesregierung der Mut. Wer nach 10 Jahren Krieg, im 11. Jahr des Krieges, noch nicht die Fähigkeit hat, so etwas auszusprechen, wird keine politische Wende herbeiführen. Deutschland ist Teil des Krieges am Hindukusch, und wir wollen, dass das beendet wird. Und ich sage Ihnen auch ganz persönlich dazu, Sie haben ja auch ein persönliches Bild gebraucht, was ich übrigens gut verstehen kann. Das geht mir schon sehr nahe. Ich gebrauche auch ein persönliches Bild. Ich denke an die 10.000, 30.000 bis zu 100.000 Opfer in Afghanistan in der Bevölkerung, die diesem Krieg zu Opfern gefallen sind. Ich denke an die 35.000 Menschen, von denen die pakistanische Außenministerin spricht, die in Pakistan Folge des Krieges umgekommen sind. Ich denke auch an die gestorbenen, umgekommenen, eingesetzten Soldatinnen und Soldaten, auch Bundeswehrsoldaten. Und ich sage Ihnen, diese Opfer blicken uns auch an und stellen uns die Frage, warum? Und auf diese Frage haben Sie keine Antwort hier gegeben, haben Sie keine Antwort gefunden. Die Kinder von Kunduz haben das Recht, eine Antwort auf die Frage, warum sie umgebracht worden sind, zu erhalten. Diese Antwort muss auch dieser Bundestag hier geben. Ich will Ihnen erklären, warum Sie eine politische Lösung nicht erreichen werden. Der Schlüssel ist, so lange in Afghanistan der Eindruck entsteht, dass das Land besetzt wäre. Schauen Sie mal die Zahlen an. So lange werden sich Menschen in Afghanistan, wie immer wir diese Menschen beurteilen, wehren. Sie müssten doch mindestens mal die Frage beantworten, warum eine Kriegsmacht von 134.000 ausländischen Soldaten, 100.000 sogenannte private Sicherheitskräfte, 305.000 Angehörige afghanischen Sicherheitskräfte bislang nicht in der Lage waren, diesen Krieg militärisch zu gewinnen. Das hat doch nur eine Antwortmöglichkeit.
dass die Widerstandskräfte so stark in der Bevölkerung verankert sind, dass sie immer bis heute noch hinhalten und starken militärischen Widerstand leisten können. Wenn Sie das beenden wollen und eine wirkliche politische Lösung wollen, ist der Schlüssel, dass abgezogen wird, ist der Abzug der Bundeswehr der Schlüssel, um zu erreichen, dass es zu einer politischen Lösung kommen kann. Und davon, von dieser Schlussfolgerung drücken Sie sich. Wissen Sie, man kriegt ja nichts dafür, dass man Recht gehabt hat. Das will ich auch gar nicht reklamieren. Ich will Ihnen einen anderen vortragen, der vielleicht für Sie etwas einfacher zu akzeptieren ist wie Politiker der Linken. Gorbatschow, der durchaus sehr unterschiedlich beurteilt wird, hat in einem Interview für die Bild-Zeitung mit meiner Kollegin Sarah Wagenknecht zusammen gesagt, ist ja auch eine interessante Mischung, wie ich finde, bin ich auch stolz drauf, ja klar. Ich will Ihnen sagen, was Gorbatschow Ihnen zuruft. Ich zitiere Gorbatschow: Aus meinen bitteren Erfahrungen von damals kann ich Ihnen nur raten, raus aus Afghanistan, diesen Krieg kann niemand gewinnen. Wenn Sie uns nicht glauben, glauben Sie Gorbatschow, raus aus Afghanistan. Das ist die Losung, die jetzt politisch umgesetzt werden müsste. Der zweite Punkt, den ich noch knapp ansprechen will, ohne tatsächliche Selbstbestimmung werden Sie nichts verändern. Sie sprechen ja von einer Übergabe. Das heißt, jetzt liegt die Macht in Afghanistan, die politische Entscheidung, nicht bei den Afghaninnen und Afghanen. Das war auch in Bonn nicht der Fall. Sie wollen etwas übergeben. Wenn man nicht tatsächlich Selbstbestimmung will und für Selbstbestimmung eintritt und der Friede in Afghanistan wird von den Afghanen und Afghanen getroffen werden müssen, werden sie es nicht erreichen können. Wer Pakistan als ein Nebenprodukt, als eine Nebensächlichkeit abtut, der stellt sich den Blick, dass der Krieg längst auf Pakistan übergegriffen hat. Wo gibt es denn in der Welt Zustände, dass man einfach ein anderes Land bombardieren darf, angreifen darf? Ich sage Ihnen, da ballt sich mehr zusammen, eine Verschärfung des Krieges, eine neue Katastrophe, und ich will eine politische Lösung, und deswegen können wir dem Kurs der Bundesregierung nicht zustimmen. Herzlichen Dank.